Und damit hallo und dazu kommen wir mit einem neuen Video vom Kanal. Ich bin heute am panda.cdp.one-Server unterwegs. Ich mache heute ein kleines Infovideo, also ein beziehungsweise ein kleines Update-Video vom Server und ich werde das Gewinnspiel auflösen. Und als erstes, zum Anfang wollte ich zum Panda-Server sagen, also die IP-Adresse wird bald eine andere sein, weil es beim Server, also weil es da, wir haben einen Serveranbieter gefunden, wo es für denselben Preis mehr Gigabyte RAM gibt. Und zwar, wir haben jetzt, meine ich, 1 Gigabyte RAM für 5,60 Euro oder irgendwie so. Ich weiß nicht die genauen Zahlen. Wenn wir den Anbieter dann wechseln, dann kriegen wir statt 1 Gigabyte RAM 5 Gigabyte RAM und das halt für denselben Preis. Wir werden dann zu meinem Hoster wechseln. Das heißt, es wird sich auch die IP-Adresse ändern. Ich schreibe euch die IP-Adresse dann, aber die kommende IP-Adresse, ich weiß nicht genau ab wann. Schreibe ich auf jeden Fall nochmal in die Kommentare. Verlinke euch auch wieder in Discord und so. Auf jeden Fall, wenn man hier an den Spawn kommt, da hat sich nicht so viel getan bisher. Hier ist nur so ein kleiner Turm dazugekommen. Und sonst hat sich aber nicht viel am Spawn getan. Also man sieht von außen nicht viel. Ein bisschen hat sich schon getan. Und zwar hier gibt es dieses Hologramm. Wir kommen auf den Panda City Run Server mit den ganzen Grundstücken. Könnt ihr jetzt mal durch, also wenn ihr es nicht wisst. Dann gibt es hier Ränge, Info. Da komme ich gleich zu. Dann gibt es hier die Warps. Weil wenn ich slash Warp mache, sind hier ein paar dazugekommen. Nether, Lobby, Jump and Run und Casino kann ich euch gleich zeigen. Also dann gibt es noch das YouTuber-Dingens. Also das YouTuber-Hologramm. Das war's auch schon mit den Hologrammen hier am Spawn, aber wir haben hier noch so eine Teamliste. Also nicht eine Teamliste, sondern so eine Teamwand, wer halt was ist. Und King of the Boss und ich sind zweimal aufgelistet, weil wir halt hier YouTuber und Admin bzw. Bilder sind. Aber was ja auch nicht schlimm ist. Wenn ihr zum Team gehören wollt, ihr könnt mit slash bewerben. Da stehen die Voraussetzungen. Und dann könnt ihr euch dann halt auf dem Discord bewerben. Weil, ja, und dann könnt ihr euch halt auf dem Discord bewerben und dann könnt ihr auch vielleicht hier dazugehören. Wir suchen jetzt nichts gezielt momentan. Aber irgendwie Bilder oder so. Supporter können wir natürlich immer gebrauchen. Weil da kannst du nie genug davon haben. Und dann, wenn du slash shop mal eingibst, ist auch auf dem Discord, dann gibt's hier einmal Bambusrang, Spieler und kriegst ja Spieler so ein Bambus-Kit. Dann kannst du den Spawner abbauen, was noch kommt. Dann gibt's alle Plot-Rände, also slash Rand, und kannst 3 Plots haben. Weil wenn ich jetzt mal zu meinem PH2, zu meinem zweiten Grundstück gehe und jetzt slash Rand eingebe, du hast dazu keinen Zugriff, da muss ich mich kurz OP'en. Dann kannst du hier nämlich den Rand ändern. Beispielsweise zufälliger Rand. Jetzt habe ich jetzt Quarz. Und ich wieder slash Rand. Wow. Wieder slash Rand, zufälliger Rand. Ist ein anderer Rand. Und dann kannst du halt immer, da gibt es halt extrem coole Sachen. Und da kannst du halt deinen Rand ändern. Ich ändere ihn jetzt aber wieder zu Beacons zurück. Macht das hier wieder weg. Das Problem ist halt, wenn du das machst, ist halt dein Admin-Rand weg. Das heißt, ich würde es euch nicht empfehlen, außer der Rand ist halt hier draußen und nicht so wie bei mir hier. Dann, ja, dann gibt es vielleicht Bewehr, also und dann mit, das war der Bambus-Rang. Mit dem Panda-Rang kriegst du die Kids, kannst Spawner abbauen, was noch kommt. Slash Fly gibt's, also Flugrechte. Wenn ich jetzt Slash Fly gibt, kann ich nicht mehr fliegen. Wenn ich Fly, ich kann nochmal in Game Mode 0 gehen, dann könnt ihr sehen. Wenn ich jetzt slash fly eingebe, kann ich fliegen und bin im Game Mode 0. Ist halt ziemlich geschickt. Fallschaden kriegt ihr dabei auch nicht. Dann könnt ihr noch 4 Plots haben. Plot-Render, also auch slash Rand. Ihr könnt farbig schreiben, beispielsweise. Hallo. Und dann schreibt ihr jetzt halt grün. Und das gibt's auch mit slash B. Hi. Schreibt ihr jetzt blau, so hellblau, und wenn ihr slash L slash N meine ich eingibt und dann slash halt, schreibt ihr unterstrichen. Ihr könnt dann auch oder wenn ihr beispielsweise slash A und A und N high eingibt, dann schreibt ihr jetzt halt grün unterstrichen. Also das mit dem Unterstrichenen,
dann könnt ihr noch slash mute EP machen. Damit könnt ihr halt einen Spieler für 15 Minuten muten, wenn er irgendwelche Scheiße gebaut hat und kein Admin da sein sollte, der ihn länger muten kann, könnt ihr halt die Leute so muten. Also, und zu den Farbcodes noch, da könnt ihr beispielsweise ein Herz reinschicken. Und dann ist es so. So macht ihr, da könnt ihr dann halt auch Herzchen machen und so Zeug. Und es gibt auf dem Panda-Rang, auf dem Panda-Server, gibt es auch Cases, und zwar slash EC, gibt es einmal die Bambus-Crate, also Bambus-Case, und einmal die Panda-Case. Und zwar, wenn ich da jetzt mal Rechtsklick mache, da ist es halt einfach so eine ganz normale Case, da gibt es Magics Freundesblume. Ich kann euch die ganzen Items gleich mal zeigen. Ich hab Magics Freundesblume. Also es gibt einmal, wenn du jeden Tag ein Brot, egal, so stinken kann echt nur Kacke, das zeige ich euch gleich. Raffis Kackhaufen, so stinken kann echt nur Kacke. Magics Freundesblume. Dann heilige Devil Oberkopf. Nein! Mann. Hier gibt's einmal wie Fortnite braucht niemand, wie Fortnite braucht niemand. Dann gibt's magst du Halloween etwa? Bau dir deinen eigenen Palast. Also das ist in der Panda Case. Dann gibt's bei Alfies Taschentuch, den sieht man jetzt nicht mehr. Da steht, da ist ein Rotz dran Also ich kenne die Sachen halt. Das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Bambus für mich. Hausaufgaben sind immer noch nicht fertig. Eisenblock, Diablock, Kettenschuhe, Kettenrüstung halt und ein Beacon. Ich kann mal kurz eine öffnen und dann kann ich vielleicht sehen, was da dran ist. Wow, Eisenblöcke. Was war's denn? Das war doch der Kopf. Ja, es war der Kopf hier. Kommt der Kopf hier mal? Nee. Egal, das dürft ihr dann selber rausfinden, was da, was es da alles zu gewinnen gibt. Dann könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal so ein Video machen soll, also so ein Case-Opening, wo ich dann, halt die ganzen Cases öffne und probiere, alle Items zu bekommen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann gibt es noch erstens slash YouTube. Da stehen die Anforderungen für den YouTube-Rang. Also erst 100, mindestens 100 Abonnenten. Wenn ihr am Spawn stand auch, ein paar weniger gehen auch. Hier. Manche Teamler sind auch YouTuber, haben aber noch nicht ganz 100 Abos. Da sie auf dem Team sind, werden sie bevorzugt. Also wenn ihr schon im Team seid, also euch als Supporter beworben habt und auch angenommen worden seid und den YouTube-Rang hat, kriegt ihr, werdet ihr da auch als YouTuber hingeschrieben, weil ihr seid ja auch YouTuber, aber der YouTuber-Rang niedriger als beispielsweise jetzt der Supporter-Rang ist, wird es halt nur hingeschrieben und das nicht, also nur hingeschrieben und nicht, dann kriegt ihr halt nicht einen Rang. Dann gibt es noch slash YouTuber. Und da sind die ganzen YouTuber aufgelistet. Erstens King of the... das Off musste klein, aber egal. King of the Boss, da steht dann halt der Channel. Dann hier zweitens Wild Fox. Könnt ihr gerne mal ein Abo da lassen, wenn es euch gefällt. Und dann kommen da halt noch ein paar mehr dabei, beispielsweise wie Z bei Tom. Der ist auch ein YouTuber mit 100 Abonnenten. Ich weiß nicht genau, sorry, wenn es zu wenig sind. Auch ein YouTuber. Und dann könnt ihr halt auch hier zur Wand kommen. Dann gibt es noch Slash Warp. Beim Slash Warp gibt es ein Casino. Ich weiß nicht, ob ich das in dem ersten Video schon mal gezeigt habe, aber ich meine nicht. Dann kommt ihr halt hier hin. Game Mode 1, so. Dann könnt ihr halt hier mit einem Emerald kriegt ihr 10 Dollar. Mit zwei 10-Dollar-Scheinen kriegt ihr 21 Dollar. Mit zwei 20 kriegt ihr zwei 10 wieder zurück traden. Und das könnt ihr dann halt hin und her traden. Und dann könnt ihr mit dem Gewinn, also wenn ihr dann hier, warte, ich hole mal kurz ein paar raus. Wenn ihr das dann hier reindroppt, kommt entweder rot oder grün.
Dann kommt verloren oder gewonnen und dann droppt man halt die Sachen. Und jetzt habe ich beispielsweise 10, 13 Dollar. Und da gibt es halt Diamanten, Eisenblöcke und Goldäpfel. Also OP-Goldäpfel. Und die könnt ihr dann halt auch gewinnen. Ja, die könnt ihr auch gewinnen. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt noch kurz die Gewinnspielauflösung. Nee, bevor ich die Gewinnspielauflösung mache, zeige ich euch noch kurz das andere Warp, und zwar Jump'n'Run. Das ist auch am Spawn, das sieht man aber nicht direkt. Und zwar dazu müsst ihr, also ihr könnt euch erst entweder hin teleportieren, das Spinnennetzchen nervt immer, oder ihr lauft den Weg hier lang. Ich zeige euch gleich, wo es von oben runter geht. Und zwar müsst ihr hier rein, wo die Hologramme sind. Also ihr spawnt hier, lauft dann hier so lang. Dann lauft ihr hier rechts rein. Da ist so ein Geheimgang. Dann lauft ihr hier runter, hier runter, hier runter, links lang. Und dann seid ihr hier bei diesem Jump'n'Run. Und das könnt ihr halt bewältigen. Nicht so wie ich. Und wenn ihr es halt geschafft habt, seid ihr hinten. Vielleicht machen wir dann noch irgendwie so einen Farmer hin, wo ihr dann Sachen traden könnt. Oder so Zeug. Und was ihr mir gerade noch geschrieben habt, ihr könnt ab Panda slash Kopf machen und dann den Spieler und dann halt den Spieler, beispielsweise jetzt Kopf von Yoshi Gamer HD. Krieg halt den Kopf von Yoshi Gamer HD. Und das kann ich, weil ich jetzt Admin bin, öfters machen, aber mit dem Panda-Rang kannst du es, glaube ich, nur alle 5 Tage machen. Und mit dem Bambusrang jede Woche. Ja doch. Also ab beim Panda-Rang alle 5 Tage. Bambusrang alle 7 Tage, slash Kopf. Und wenn ihr dann beispielsweise noch einen slash White Fox Mob unterstrich Spawner. Wenn ihr jetzt hier einen nehmt. Und dann Head macht. Du musst dein Gegenstand in der Hand halten. Damit geht's nicht. Mit Spawnern geht's anscheinend gerade nie, momentan nicht. Aber dann könntet ihr, weil so könntet ihr den ja nicht draufsetzen. Also Spawner nicht. Aber mit Slash Head könnt ihr euch den dann aufziehen. Also vielleicht, weil ich es gecheatet habe, geht das nicht. Egal. Auf jeden Fall, damit könnt ihr das dann machen. Das geht auch ab Bambus, meine ich. Also, ich weiß nicht ganz genau. Ich werde probieren, das nachher mal kurz rauszufinden. Wenn ich es irgendwie falsch habe, dann blende ich halt hier unten irgendwie so einen Text ein, das ab, doch ab, schon ab Bambus ran geht oder so. Keine Ahnung, wie ich das mache. Auf jeden Fall würde ich sagen, komme ich jetzt zum Gewinnspiel. Und zwar habe ich hier den Ding rein, den Link von dem Video. Gehe ich jetzt mal auf Load Comments. Ich mache jetzt als erstes mache ich jetzt mal das Grundstück. Also ich mache einfach, wer als erstes kommt. Hallo. Ah, Spawn ist hier. Würde ich sagen, Raffi, also Steuerung C, mache ich PH, kriegt Raffi das Spawn Grundstück. Raffi 0815 hat das jetzt auch. So, dann hat Raffi 0815 jetzt das Spawn GS hier. Würde ich sagen, viel Spaß damit. Wenn du ein Admin daran hast, kannst du ja auch, entweder mir in dem Video hier in die Kommentare schreiben oder auf das Grundstück bleiben, dann gucke ich da mal vorbei. Und dann würde ich sagen, mache ich noch das Bambusrang. Der hat Ingame hier. Hashtag Bambus. Ingame 0. Hallo? Würde ich sagen, Steuerung C. Slash OP. Slash OP. Wildfox 06. Nochmal slash. Rank. Steuerung V. Bambus. Slash Rang. Slash Rang. Muss er online sein? Muss der Spieler dazu online sein? Sehr schön. Spieler wurde nicht gefunden. Das heißt, ich gebe Zaza den
Rang. Wenn er online ist und zeigt euch dann einen Vergleich ins. Also zeigt, blendet dann irgendwie ein Bild ein oder halt auch nicht. Ihr werdet es dann halt schon sehen. Oder Zaza wird es dann schon mitbekommen, wenn das Video sieht. Dass er den Rang gewonnen hat. Oder sie, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall auch noch das Scoreboard links geändert, wie ihr seht. Und zwar, da wird es die Welt angezeigt, in der du dich befindest. Die Online-Zeit, wie lange du auf dem Server bist. Auch wenn ich jetzt disconnecten würde, geht die da weiter. Also ist es die insgesamte Zeit, dann gibt es den Rang. Und ganz wichtig, hier, wir spielen hier nicht mit Dollar oder Euro auf dem Server, sondern Dublonen. Das heißt, hier wird mit Dublonen gehandelt. Nur so als kleine Info. Und dann gibt es noch Slash. Taste ist da. /dc oder /discord. Da kommt ihr dann halt zu unserem Discord-Server, wo ihr auch beitreten könnt und dann auch euch bewerben könnt und Infos zum Server gibt, falls es irgendwas Neues gibt. Dann würde ich sagen, das war's auch schon mit dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, schaut auf dem Pandas-Server vorbei und ciao.